Leute, ich habe hier ewig jetzt gehangen und habe es jetzt endlich herausgefunden. Ich kann hier mich durchschlängeln und damit willkommen wieder bei Wolfenstein 2. Kommt da mal bitte einer drauf. Oh mein Gott, Alter. Ewig dran gehangen jetzt, ne? Wie, da kommt doch kein Schwein direkt drauf. Mann, 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 ey, willkommen. Danke, dass du wieder eingeschaltet hast bei Wolfenstein 2. Freut mich sehr, ne? Muss ich ja mal sagen, auf jeden Fall. So, ich nehme mal wieder die Pistole in die Hand. Mit der können wir nämlich einfach so Puff machen. Und dann ist der Gegner tot. Tot. Oh Gott. Oh. Wer tötet alle? Ich töte alle. Wir haben echt Glück gerade, ne? Wir haben gerade richtig Luck. Okay. Wir haben ihn. Alles easy. Oh Mann. Ich meine, ich habe immer noch ein schlechtes Gewissen, weil jetzt in der letzten Folge... Doofe Kuh. Ich jetzt zu lange gebraucht habe, um das zu checken, Mann. Tut mir richtig leid. Bestimmt sind die Kommentare voll ausgerastet, weil die sich bestimmt alle besser wussten als ich, ne? Aber ich bin nur ein einfacher kleiner Noob. Ja, versuchte herauszufinden, wie es weitergeht. Ich hab's ja geschafft. Es hat gedauert, aber ich hab's geschafft. Deswegen don't hate. And donate. Yeah. Okay, sorry. Hallo, Türrot. Sind wir hier richtig für die Party? Hallo? Wer ist da? Ich? Ich bin's. Ihr denkt vielleicht, dass ihr seid die Hölle. Aber von hier aus sieht's aus wie das Paradies. Ich bin's, der Terror-Billy. So, alle erledigt. Wir kommen ganz gut voran, finde ich, oder? Vor das Testlabor. Wir haben so ein richtiges Testlaborlager hier, ne? Mann, Mann, Mann. Tüfteln hier an krassen Waffen und so. Aber rechne nicht mit mir. Dass ich alle wecke, sorry. Aha, eintreten. Mama, bin ich hier richtig? Oh shit. Nicht diese Roboterschweine. Nein. Ich hasse diese Roboter so sehr, ne? Oh oh. Déjà-vu. Verdammt, ich verbrenne. Klappe, Junge. Du bist nicht am Verbrennen. Oh oh. Rollstuhl. Ich fühle mich gerade wie beim Rollstuhl fahren. Ja, ich kann dich einfach mal nicht abschießen, weil ich schon vorbei bin. Sehr gut. Tut mir leid, Kollege, ne? Ich muss dich leider ignorieren. Ich kann leider nichts machen. Ich kann mich nämlich bewegen. Ich kann springen. So, hallo, ich bin oben. Oh, was ist denn mit mir hier mitgefahren? Das sah interessant aus. Oh, nee, ne? Der nächste ist 12 Meter von mir weg. Aber wahrscheinlich über mir, wie es aussieht. Auf dieser Brücke. Diese Geräusche, die hier sind, ne? Fuck. Fuck. Ach, Mann.
Ich war so gut dabei. Das war prima, wie bei Polonia. Tötet mich! Oh nein, da kommen hier solche Kampfroboterhunde. Ja, okay. Ich hab's verdient zu sterben. Das war lame. Das war echt dumm von mir. General Engel, the eye in the sky. Das war echt dumm von mir. Ich hab's gerade verdient zu sterben. Eye of the tiger. La. La, la, la. Dankeschön. Was zur Hölle war das für ein Geräusch? Das ist, geheim. Oh nein! Schon wieder! Jetzt hat mich aber der blöde Dings gesehen, direkt. Der General hier. Ich habe aber auch kein Glück, ne? Ich habe nur 24 Leben, Alter. Ja, ciao. Erstmal schön von dem Metallvieh umgenatzt worden, ey. Warum kommt denn da jetzt auf einmal der blöde General von hinten raus und sieht mich? Ich hab kein Glück. Du kannst das Spiel jederzeit manuell über das Pausenmenü speichern. Das ist lieb. So. Weg. 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 Okay. Immer mit der Ruhe. Immer mit der Ruhe. Muri, der ist hier in Ruhe. Immer mit der Ruhe. Alter, dass wir noch leben, ne? Also diesmal nicht erwischt worden, ne? Das ist wieder mehr Glück als Verstand, sag ich mal so. Bereich ist sauber. Sicher. Dammit. Oh. Nein, ich bin so weit gekommen. Nein, ich bin so weit gekommen. Ich bin so weit gekommen jetzt gerade. Das sagt. So. Okay. Easy. Wie können die ihnen Bescheid sagen, dass ich hier bin? Das werde ich bis heute nicht verstehen. Genau. Hauptsache, du tötest mich schon wieder, ne? Kleines Scheißvieh, Alter. Genau. Und ich habe auch wieder keine Munition oder so, ne? Ja, gut, dass ich einfach keine verfickte Heilung hier finde. Meine Fresse. Ich hasse das, wenn ich an einer Stelle lange hänge, ne? Das regt mich auf. Es macht mich aggressiv. Wenn ich an einer Stelle lange hänge, werde ich aggressiv. Und das passiert gerade. Ich werde aggressiv. So, stirb. Axtwurf des Todes. So. Juckt dich nicht. Jetzt aber, ne? Ja. Er geht einfach weg.
Da ist ein Toter. Ja. Weil ich ihn getötet habe? Vielleicht, aber nur vielleicht deshalb. Genau. Ich werde jedes Mal gerade erwischt, ne? Ich bin gerade so bad. Ha! Oh Gott. Mann, wieso habe ich kein Aiming? Okay. Lebe noch. Oh, wie viele Dicke sind da denn? Oh, wie viele Gegner da kommen? Das ist doch nicht normal. Ey, das ist doch nicht normal, was die da an Gegner dir entgegenwerfen, ja? Das ist nicht normal. Ich sag's euch. Das ist so übertrieben. Das ist so übertrieben. Ich hasse gerade das Spiel, ne? So, jetzt warte ich wieder, bis der andere kommt hier. Der Dullikopf. Dankeschön. Genau! Er hat mich nicht mal richtig. Er dreht sich einfach aus dem Nichts um und sieht mich, ne? Ist klar. Das Spiel will mich von vorne, von hinten gerade bearschen, oder? Es will mich doch gerade richtig systematisch fertig machen und mich hassen. Es will doch, dass ich es hasse. Sind wir mal ehrlich, das Spiel will doch gerade, dass ich das Spiel einfach hasse und keinen Bock mehr habe. Durch solche Aktionen. Das will das Spiel doch. Das Spiel will mich doch gerade fertig machen. Sind wir mal ehrlich. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Danke. Ha. Okay. Wie hat der... Ich werde das nie verstehen. Wie kann denn ein Typ, der gerade am Verrecken ist, Bescheid geben? Oh, ich werde angegriffen. Das kann er gar nicht machen. Der ist instant am Sterben. Der ist instant down. Der kann keinem Typen, der Kilometer weit weg ist, noch Bescheid sagen, dass er gerade am Verrecken ist. Das geht nicht. Es ist unmöglich. Mann. Stirb. Mit dem, der sagt natürlich nicht Bescheid. Der noch umdreht, mich 500 Mal anguckt und so und langsam verreckt. Nein, der sagt nicht Bescheid. Aber ein anderer, der 5 Sekunden tot ist, der sagt noch dem General Bescheid, dass er gerade am Sterben ist, ne? Natürlich logisch. Ja, es kommt auf einmal der aus dem Nichts, ne? Ich überlege gerade, ob ich das Spiel beende. Ich bin gerade auf 180. Ich überlege gerade, ob ich das Spiel beende. Sorry, ich bin gerade wirklich sehr angepisst.
Das ist. Ich weiß nicht, was ich gerade machen soll. Natürlich. Bestimmt. Ja. Ich habe schon extra meine Taktik gerade gewechselt. Ich werde das nie schaffen. Ich kann es richtig knicken. Ich werde das nie schaffen, das Level. Das ist einfach ätzend. Einfach nur ätzend. Irgendwas zerschlage ich gleich. Irgendwas mache ich gleich kaputt. Ich meine das ernst. Ich mache gleich irgendwas kaputt. So. Nein. Oh. Ja, jetzt sind die Soldaten natürlich nicht getriggert, ne? Nein, das ist natürlich logisch. Warum auch? So ein Scheiß. Bitte, bitte lass mich jetzt durchkommen. So. So, immer mit der Ruhe. Was macht er da? Auf damit! Guck mal, das war. Kannst du damit aufhören, Alter? Oh, Schallplatte war hier drin. Auch noch eine Statue vom lieben guten Adi. Ein Fallout-Computer. Reicht einfach mal dazu. Ja. Wir sind ausnahmsweise mal weiter. Hier müsste doch der nächste Kommandant sein. Nicht verfügbar, ja, natürlich nicht. Wenn Glück auf meiner Seite ist, dann war es jetzt gerade auf meiner Seite. Und zwar richtig. So richtig, richtig. Heiliger Bimbam, ey. Du müsstest unbedingt den Kommandanten ausschalten. Unbedingt den Kommandanten ausschalten. Unbedingt töten. Sehr schön. Endlich. 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 Endlich.
Das ist so befreiend, Alter. Willkommen im Generalstab. Mitglieder, ein Haufen Arschlöcher. Habt ihr Arschlöcher meine Odin-Codes? Mann, ist das befreiend, ne? Also bitte rein. Was machen die hier? Keine Ahnung. Ich bin hier aber, glaube ich, richtig. Ihn hole ich mir von hinten. Das ist so ein Dicker mit Rüstung. Genau das gleiche mit dem Kollegen. Okay, okay. Alles easy. Wir haben es noch unter Kontrolle. Nein, der 41. Wie viele gibt es denn hier? Sag mal. Das ist, grenzt schon an Mobbing. Willst du mal erwähnt haben? Das grenzt schon an Mobbing. So, erstmal gönnen wir uns ihn hier. 21, 20. So weit weg ist der gar nicht mehr. Das ist ein Dicker. Ah. Kommt der hier einmal rum? Ah, der geht wieder zurück. Ich hasse es, ohne Witz. Ich komme nie irgendwie irgendwo durch gerade. Wie soll ich denn die zwei töten, Mann? Bitte, Mann, ich bin jetzt wieder so weit gekommen. Bitte, bitte, lass mich jetzt das irgendwie schaffen. Ohne, dass ich irgendwie einen Ausraster-Kollaps bekomme und anfange zu heulen gleich. Erst hole ich mir ihn. Bestimmt. Auf einmal drehst du dich um, aus dem Nichts, ne? Oh ja, da könnte ja ein Gegner sein. Wer weiß das schon? Ich drehe mich mal einfach um, ganz random jetzt. Richtig Bock gehabt. Penner. Wie er auch mich mal umstößt und diese scheiß Attacke benutzt. Okay. War da was? War da was? Heilung oder so? Ist hier irgendwo Heilung? Irgendwo? Scheint nämlich gerade nicht so. Willkommen beim Generalstab. Mitglieder? Null. Ich hab's geschafft. Okay. Jetzt muss ich nur noch zum Hauptterminal gelangen und die Odin-Codes für den Ausmerzer besorgen. Ich hab's geschafft. Bin richtig begeistert. Ah. Bin ich hier richtig? Bin ich hier richtig? Ich hoffe ja. Kuckuck. Ohne den Codes besorgen. Ey, ohne Witz. Das war das schlimmste Level ever für mich gerade. Es tut mir so leid, wie schlecht ich war.
Schmeckt's dir, Vogel? Mach dich besser auf den Weg. Ein Taxi kommt. Wieso ist die Notbeleuchtung an? Wo sind alle hin? Hier stimmt was nicht. Halt dich bereit. Wie, hier stimmt was nicht? Oh, was ist jetzt los? Ich deck dich. Herzlichen Glückwunsch, William. Auf dich, du Superheld. Fuck, ich wollte dich gerade alle erschießen, ne? Komplett. Alles Gute zum Geburtstag, Herr Bleskowitz. Ich hab Geburtstag? Alles Gute zum Geburtstag. Ich wollte euch gerade in die Luft jagen. Ich hoffe, ihr wisst das. Ne? Mit einer Atomrakete. Euch alle. Ein erfolgreiches Lebensjahr, Bleskowitz. William, puste deine Kerzen aus. Wünsch dir was. Ihr Verrückten. Alles Gute zum Geburtstag. Mein Geburtstag. Leute. Leute. Das war das schlimmste Level ever für mich. Ich habe so viel gefailt in diesem, auf der Venus gerade, gegen Ende. Verzeiht mir das. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht so böse. Auch ich fail manchmal und ich hatte einfach diese Hänger und habe gehangen und gehangen und ich habe es nicht geschafft. Aber jetzt habe ich Geburtstag mit Bleskowitz, ne? Mein Geburtstag im Spiel. Das macht alles wieder weg. Ja? Das macht alles wieder weg, mein Geburtstag. Ihr seid so süß, Leute. So. Ja! Hätte ich gedacht, dass ich so lang mache. Also auf Bruder Bleskowitz, den zähesten Schweinehund, den ich kenne. Ferrer, Billy! Wow, das nenne ich einen richtig guten Bananenkuchen. Der ist von Max. Max Hass! Oh! Hier kommt flüssige Liebe. Großer Gott, der brennt glatt ein Loch in den Bauch des alten Horten. Jungs. Also, wie war die Venus? Haben Sie mir irgendwas mitgebracht? Tja, der Souvenirladen war zu, aber ich hab das. Heilige Scheiße, Bleskowitz. Ich muss Ihnen auf jeden Fall vom Silberfisch erzählen. Ist das der Name des Schiffs? Ist ziemlich klein. Sigrun. Ja, Frau Grace? Hören Sie, ich brauche mal Ihre Regimeaugen. Ich gehöre nicht zum Regime! Wie auch immer. Also entschlüsseln Sie die Odin-Codes, damit wir das Abwehrsystem deaktivieren und den Ausmerzer kapern können. Ja, Frau Grace. Aber bitte, ich gehöre nicht zum Regime! Oh, tut mir leid. Habe ich Ihre Regimegefühle verletzt? Schluck's runter, Püppchen. Was zum Teufel, Gott verdammt! Scheiße. Kameraden, Brüder und Schwestern, vielen, vielen Dank. Morgen ballern wir auf das Regime, bis uns die Kugeln ausgehen. Aber heute, heute feiern wir Bleskowitz. Hört, hört! Hey! Und ein Fusel. Nicht ihrer. Hey! Hört, hört! Max! Na los! Hört, ja! Na los, Junge! Na los! Ja! Ja! Verdammt! Da hat jemand die Toilette zugeschissen! Ist doch nicht wahr! Oh. Sie haben deinen Kopf in diesem Glas aufbewahrt, Terror Billy? Oh. Hey, hey. Hört, hört! Max Hass! Max Hass! Schlag schon zu! Max!
Oh. Max Heiß! Max Heiß! Komm schon, William, der hält's. Komm schon, das geht besser. Oh. Alles okay, Wyatt? Whisky? Also, Horten fängt mit Mais an. Manchmal haben wir auch Gerste genommen. Ich glaube, ich mag Roggen, aber normalerweise nimmt der Mais und dann... Liebling, William. Wach auf, William. Oh, Baby, bitte. Das kleinste Geräusch ist wie eine Kugel in den Kopf. Was ist los? Wyatt ist verschwunden. Blazkowicz. Sie müssen ihn finden. Ich muss noch alles für die Mission regeln. Los! Wir suchen ihn schon die ganze Nacht, aber finden ihn nicht. Du musst ihn finden, bevor es losgeht. Okay. Ich brauche noch ein bisschen Schlaf. Eine Stunde, okay. Was für eine Feiernacht. Bis zur nächsten Folge Wolfenstein. Danke fürs Zusehen und schlaf gut.